Hallo und herzlich willkommen hier bei mir bei der RC Bruderbaustelle. Freut mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Es geht weiter mit dem Manitou. Mit was auch sonst. Hier steht das gute Stück. Und ja, auf eigenen Beinen, auf eigenen vier Rädern. Er lenkt, er fährt. Wunderbar. Also ich bin absolut zufrieden, so wie es momentan ist. Klar, hier und da weiß ich immer noch ein paar Verbesserungen. Das spielt sich immer im Laufe der Zeit natürlich ein. Ich fahre dementsprechend auch immer wieder. Denn ich will ja auch sehen, passt das soweit alles zusammen? Gibt sich vielleicht doch noch irgendwo eine Fehlstellung oder reißt irgendwas aus oder ähnliches. Ja? Also hier, ich bin immer noch am dran rumbasteln, aber soweit muss ich sagen, bin ich zufrieden. Ich habe die Lenkung ein bisschen nachjustiert natürlich jetzt inzwischen. Er schiebt noch ein bisschen über die Hinterachse, beziehungsweise er schiebt vorne drüber, aber das ist nicht so schlimm. Wie ihr seht, ich habe die Radkästen inzwischen angebaut. Das war auch so ein Zwischending, ging relativ flott und problemlos, war ja soweit auch schon angedacht, dass die genauso hinkommen. Was mir ja wichtig war, ist, dass die natürlich mitlenken. Und hier kommen wir auch gleich wieder zu dem Punkt, dass es gar nicht schlecht war, dass wir hier ein bisschen mehr Radstand haben jetzt, nach vorne und nach hinten, denn die Radkästen, wie gesagt, waren ja vorher keine Lenkung verbaut, das heißt, so passen die auch rein. Man muss ja schon noch bearbeiten, aber eben nicht mehr so viel und sie bleiben im Großen und Ganzen so erhalten, wie sie waren. Ja. Hinten haben wir das Pendel, brauchen wir nachher gleich. Hinten haben wir das Pendel, hier haben wir Pendelweg, was pendeln wir hier ein? Im Stand fast 2 cm ist okay. Ja, also hier geht es ja darum, dass er sich auf der Baustelle oder auf dem Parcours auch mal ausgleichen kann und eben nicht gleich irgendwo ins Kippen kommt, dass ein Rad dauernd in der Luft steht. Denn selten hat man natürlich eine komplett plane Fläche, auf der man fährt. Das heißt, egal wo, man hat vielleicht irgendwo mal eine Bodenwelle drin oder irgendwas und das muss er einfach ausgleichen können, ohne dass er sich in die Luft hebt. Ja, so, wenn ich jetzt drauf komme, Gott. So, genau. Momentan lenkt die Allradlenkung. Ich muss noch gucken mit der Fernbedienung. Also ich habe ja jetzt die Allradlenkung soweit über den Mischer programmiert. Das Problem ist das, dass diese hier scheinbar keinen Mischer zu- bzw. abschalten kann, wie es meine letzte Fernbedienung konnte. Das heißt, bei der letzten Fernbedienung konnte ich über diese drei Schalter hier, über diese drei Wegeschalter einfach dazu- oder wegschalten. Das macht die hier nicht. Ja? Die andere ist günstiger. Das Problem ist, die hat kein Display. Man kann sie hier direkt nicht programmieren. Da muss man alles am Computer machen. Dafür kann man etwas mehr am Computer programmieren. Ja, ist so immer ganz nett. Das Problem ist, wenn ich natürlich auf dem Parcours irgendwo mal was ändern muss oder was anpassen muss, ja, da habe ich jetzt keinen Computer dabei. Ja, deswegen ist das nicht so gut. Deswegen, ich bin eigentlich schon glücklich mit der hier. Muss ich mal gucken, ob ich das noch irgendwie gelöst kriege oder anders geregelt kriege. Jawohl, also fahren tut er. Die Lenkachsen sind soweit drin, verlötet. Es fehlen noch einige Schrauben bzw. Schraubenzubehör, denn ich hatte jetzt nicht alle passend in der Länge da. Hier sind mir leider Gottes die Sicherungsschrauben ausgegangen oder Sicherungsmuttern ausgegangen. Aber von dem her alles kein Problem mehr. Ja, also wir sind hier wirklich in den finalen Zügen, was die Lenkachse angeht. Wie gesagt, hier und da kommt immer noch mal so eine Kinderkrankheit raus, die dann noch beseitigt wird. Aber ansonsten genial. Wie findet ihr es? Ich hoffe, genauso gut. Momentan, ich druck in Schwarzmatt PLA und ich habe jetzt mal lackiert. Das ist so meine Standardfarbe, sage ich jetzt einfach mal. Meine Lieblingsfarbe ist so ein Anthrazitton. Das würde dann so aussehen, wenn ich die hier in diesem Anthrazit mache. Moment, ich drehe es mal gerade so rum. Finde ich nicht ganz so passend. Und ich habe noch ein Verkehrsgrau da. Es ist ein bisschen dunkler als das Originalgrau. Aber ich finde, das passt eigentlich ganz gut. Ich presse das jetzt hier gerade mal rein und halte es mal näher an die Kamera. Ich glaube nämlich, das schaut auf jeden Fall besser aus als das Schwarz, oder? Was meint ihr? Freue mich über Kommentare, was ihr zu der Farbe haltet. Ansonsten muss ich wirklich losgehen und nochmal gucken, ob ich dieses Hellgrau irgendwo bekomme. Was ja momentan zu den Lockdown-Zeiten nicht ganz so prickelnd ist. Aber mal schauen.
wie gesagt, das hier habe ich da. Ich finde es eigentlich gar nicht so schlecht, wenn es ein bisschen dunkler ist, dann hebt sich das auch ab als Achse. Genau. Würde mich interessieren, wie ihr das seht. Und dann schauen wir mal, wie wir die bisher oder beziehungsweise neu machen. Genau. Ich habe ja in der Zwischenarbeit noch ein bisschen was gemacht. Einmal am Arm, da machen wir jetzt gleich gemeinsam weiter. Da hole ich euch wieder rum. Und einmal habe ich die Schaufel verbreitert. Und ich habe sie lackiert. Ist im Endeffekt dreimal lackiert, einmal grundiert. Und dann habe ich in irgendeinem Forum eine tolle Idee gesehen. Und der hat es vorher einmal mit Silber, beziehungsweise mit so einem Metallic-Lack, einmal nochmal grundiert und dann erst schwarz drüber. Was ich ganz cool fand, ist das, dass wenn er jetzt Riefen reinbekommt, ich meine, die Rundschaufel ist ja eh schwarz, aber wenn er jetzt so leichte Riefen reinbekommt, dann geht das Schwarz weg und drunter kommt dann Silber raus. Also sprich, das Metallische. Finde ich eigentlich ganz cool. Habe ich hier jetzt auch gemacht. Jetzt sieht man es natürlich nicht mehr, denn es ist ja komplett lackiert. Die Originalhalterung ist geblieben zum Einhaken. Es ist einfach nur breiter geworden. Ich zeige es euch mal. Man sieht natürlich noch ein bisschen Schweißnaht hier und da. Mal gucken, wie man es hier sieht. Also man sieht natürlich hier die Schweißnähte. Die wollte ich jetzt auch nicht ganz abschleifen, denn im Endeffekt halten die ja die Schaufel zusammen. Und hier hinten habe ich diesen Grat dran, wo auch die Schweißnaht runterläuft. Hier unten habe ich es relativ stark weggemacht. Genau. So. Die Schaufel ist stabil. Das sind diese, das ist dieser Industriekleber mit Granulat. Ich verlinke den unten. Ist der Hammer. Also wirklich, für das, dass man hier nicht viel Klebefläche hat, hält der richtig was aus. Und ist eigentlich genau perfekt für solche Sachen. Ja? Das heißt, die Schaufel steht schon. Und warum der ganze Spaß? Also wir sind hier breiter geworden. Ich muss gerade mal gucken. Ja gut, ich habe ja bei dem einen dann den Rand weggemacht. Aber wir sind hier ungefähr 5 cm jetzt breiter geworden von der Schaufel her. Und wenn ihr jetzt guckt, das ist der Radstand und das hier ist die Schaufelbreite. Das heißt, wir stehen links und rechts gerade noch so einen Tacken drüber über den Reifen. Das heißt, wenn ich damit jetzt wirklich was räume, ja, aktuelles Beispiel, ich würde jetzt hier Schnee räumen, dann ist wenigstens auch die Schaufel ein Ticken breiter wie meine Fahrspur und nicht schmäler, sodass ich an den links und rechts immer noch auf dem Schnee im Endeffekt auffahre. Ja, so. Das ist schon mal erledigt. Wieder ein Punkt abgehakt auf der langen, langen To-Do-Liste hier bei dem Modell. Und ja, bevor ich jetzt noch länger quatsch, hole ich euch einmal rum und dann schauen wir uns den Arm an, beziehungsweise wir fangen schon mal an mit der Motorhalterung fürs Teleskopieren, für den Teleskoparm, für den Hub. Ja. Schauen wir mal, wie weit wir kommen. Wie gesagt, ich baue jetzt erstmal um und dann geht es gleich weiter. Gut, ihr habt gesehen, ich habe einiges nebenzu mit Zwischenschritten mit der Kamera mitgefilmt, aber nicht kommentiert. Und das habe ich einfach nur durchlaufen lassen, denn es kommen immer die Fragen, wie habe ich das und das gemacht, aber ich kann wirklich nicht zeitlich jedes Mal ein langes Video machen, beziehungsweise ist natürlich auch langweilig, wenn ihr mich irgendwie eine Viertelstunde stupide irgendwas machen seht. Deswegen habe ich das oft einfach nur mit aufgenommen, habe das dann im schnellen Vorlauf einmal noch mit drüber gespielt. Ihr könnt ja die Geschwindigkeit auch selber ändern, ihr könnt in dem Video natürlich auch jederzeit stoppen, zurückspulen etc. Aber dann seht ihr auch mal, was so nebenzu läuft, denn es geht ja ganz schön Zeit drauf, wirklich für so Popelarbeiten teilweise und auch eben auch Anpassungen und ähnliches. Ja. Hier habe ich schon ein bisschen was vorbereitet, jetzt geht es mal um den Arm. Den habe ich hier innen drin ja ausgefräst. Und ich habe mir natürlich meine Oberfräse bzw. meine CNC-Fräse hier genommen und bin da einmal durchgerattert, weil das natürlich das Einfachste ist. Ich hätte jetzt auch einfach mit der Zange bzw. mit dem kleinen Seitenschneider hier runterschneiden können, so dass es passt. Ihr werdet nachher sehen, hier geht es nicht darum, dass das 100% plan hier drinnen ist, gar nicht. Ich habe das einfach nur auf die Höhe runtergefräst und habe dann zwei Bahnen a 2 mm für die Kabelführungen von dem Schaufelmotor hier mit eingelassen. Wie gesagt, ist kein Muss, hat sich eben mit der Fräse dementsprechend angeboten, aber ansonsten kann man natürlich auch sagen, man schneidet das erstmal grob raus und arbeitet dann mit dem Dremel einfach hier eine Linie nach, wo dann das Kabel reingedrückt wird. Und von den Kabeln her, die stelle ich euch noch vor, wenn wir soweit sind. Ich habe hochflexible Silikonlitzenkabel gekauft, denn wir haben ja hier etwas mehr Bewegung drin, durch das, dass das beim Teleskopieren mitfahren muss.
Ja. Und ich will es wirklich wieder innen drin. Ich will das nicht außen mit Schleppkette oder irgendwas anderem haben. Genau, was haben wir noch gemacht? Wir haben hier dieses Loch vergrößert. Das heißt, hier vorne war ja so ein Aufsatz dran, so eine Nase dran. Die ist verschwunden. Und ihr seht, ich habe hier schon mal markiert, hier ist ein Loch. Das habe ich schon gebohrt, weil ich gucken wollte, ob das auch passt, so wo ich bin. Und wir haben noch 4 Löcher vor uns, die wir auch bohren müssen. So, Spiel gut, absolut. Muss aber noch weg. Ja. Genau. Das ist mal das Thema von hier vorne. Und ich würde sagen, mit dem fangen wir jetzt auch gleich mal an. Und das hier habe ich euch gezeigt. Ich habe hier einen Zylinder gedreht. Der ist jetzt mit dieser T6 Welle. Was mir ein bisschen problematisch ist, denn ihr habt es auch in dem Video gesehen, ich habe die andere Welle nachgeschnitten. Ich habe keinen Gewindeschneider für Trapezgewinde. Weder außen noch innen. Was es natürlich schwer macht, ich habe hier irgendwo ein Grat dran. Ich habe schon versucht, mit der Feile ein bisschen nachzuarbeiten. Aber es rattert an einer Stelle, klemmt es ein bisschen. Und das stört mich eigentlich tatsächlich, denn diese Spindel ist ansonsten wahnsinnig gut. Die läuft auch super. Edelstahlspindel und Messinggewinde ist es. Und wie gesagt, ansonsten haben wir hier vorne alles aus Alu an der Drehbank ausgearbeitet. Hier hinten haben wir die Bohrung für den Motor. Ist mit der Reibale auch rausgemacht worden, damit es möglichst grad läuft. Ja, also soweit bin ich zufrieden. Er funktioniert jetzt so, aber ich werde mir hier unter Umständen was anderes überlegen, beziehungsweise werde von dem Trapezgewindespindel wieder zurück zu einer normalen Spindel kommen. Denn ich habe hier einen Motor verbaut und offiziell hat, also zuerst war es ein, glaube ich, 400er, 6 Volt, 400 Umdrehungen Motor. Das ist, da schalte ich den Strom an, als die Schaufel gekippt. So schnell kannst du gar nicht gucken. Jetzt habe ich einen 80er drin. Wir müssen gucken, ob der zu langsam ist. Ich hätte gerne irgendwas um die 200 gehabt. Habe ich aber nicht da. Deswegen ist jetzt erstmal der 80er geworden zum Testen. Denn wie gesagt, ich weiß auch noch nicht, ob das mit dem Trapez so bleibt oder nicht. Ich bin noch nicht ganz 100% glücklich. Also ich bin glücklich über das Gewinde, weil ich finde die super. Aber auch dann auf lange Sicht ist es so, dass die Versorgung mit Trapezgewindespindeln der Größe 6 katastrophal schlecht ist. Also ich habe so oft welche bestellt und meistens kriege ich dann doch wieder 8er. Und deswegen habe ich die jetzt hier auch nicht großartig vorrätig umeinander liegen. Ja, deswegen. Ja. So. Den Motor habe ich hier in einen Adapter eingebaut. Vorne festgeschraubt. Hier kann ich jedem nur raten, zieht die Schrauben nicht bis zur Unendlichkeit fest, sondern ich mache das gerne, dass der Motor noch ein bisschen spielen kann. Hat einfach folgende Bewandtnis, auch wenn man hier sauber arbeitet, die Gewinde sind alle nicht 100 pro Grad. Und wenn hier ein bisschen Spiel drauf kommt, dann wackelt alles andere und so gleicht es der Motor ein bisschen aus. Ja. Also ich ziehe den, wie gesagt, nicht ganz fest. Er kann sich hier eh nicht verdrehen, von dem her alles gut. Das Ganze kommt jetzt hier unten rein. Und das ist soweit angepasst, dass das hier unten drin steckt. Das ist jetzt plan hier oben. Und jetzt kann ich das von oben festschrauben. Und auch hier bin ich mir noch nicht ganz sicher, ob ich das so beibehalte. Also das Teil wird so bleiben. Aber ob die Befestigung das hält, das muss ich jetzt testen. Mit dem, was in die Schaufel passt. Genau. Hier unten, wenn ihr reinguckt, seht ihr hier dieses Loch, das ich schon gebohrt habe. Dieses Loch dient der Verkabelung später. Das heißt, hier oben kann ich mit den Motorkabeln reinfahren und komme dann direkt hier unten raus und kann in meinem Arm nach hinten fahren. Jetzt machen wir erstmal die Löcher hier, damit wir das mal festschrauben können. Und wie gesagt, ob das so bleibt, ich weiß es noch nicht. Ist noch Test. Ich glaube, dass es passt, aber man weiß es ja nicht. Die Hauptbelastung ist natürlich hier beim Schaufelheben. Das heißt, wenn der Zylinder wegdrückt, das heißt, er drückt dieses Teil hier nach oben, das ist die Hauptbelastung. Klar, oder? Das hier nach unten, Schaufel nach oben, dann drückt er das da dagegen. Das heißt, bei der Hauptbelastung bin ich flächig hier und habe überhaupt keine Belastung auf diesen Schrauben. Das Einzige, wenn ich nach unten fahre, da habe ich Belastung auf diesen Schrauben. Denn ich möchte ja das hier nach oben ziehen und nicht den ganzen Klotz nach unten. Ob und wie viel
hier an Belastung draufkommt, das muss ich noch testen. Er muss sich natürlich selber irgendwo wegdrücken können, deswegen, und wenn dann das nicht hält, dann werden wir hier eine Alternative mit Kontermutter oder ähnlichem wiederfinden. Aber erstmal wird der so eingebaut, vor allem weil ich dann sehe, ob das Ganze so passt, wie ich mir das vorstelle. Wenn wir den mal ein bisschen rausdrehen. So. Und prinzipiell muss ich sagen, ich bin ja, was das angeht, eigentlich schon immer relativ zufrieden mit diesen Schrauben, denn die krallen sich da echt gut rein. Jetzt werden wir einfach mal da eine Orientierungsschraube reinmachen. Hier muss ich auch noch gucken, also das ist auch so ein Ding. Das war ja vorher geklickt und ihr werdet dann halt sehen, wenn wir jetzt dann mit dem Zylinder hier reinfahren, dann läuft diese Schraube, obwohl das tatsächlich schon die Senkkopf ist, die läuft hier schon recht an die Wand hin. Auf der anderen Seite, wenn ich eine Mutter meine, nach würde ich anstehen. Und jetzt ist das aber so, hier ist diese Kante. Das heißt, ich habe hier auch nicht Material, dass ich hier noch wahnsinnig viel wegnehme. Ist alles noch nicht so ausgegoren. Wie gesagt, der Motorhalter, das war mir wichtig, dass das Ganze schon mal passt. Auch von den Höhen her. Man kann es auch noch verstellen im Endeffekt, je nachdem, wie man das Gewinde auf die Motorwelle draufschraubt. Das heißt, hier habe ich immer noch die Möglichkeit zu sagen, ich variiere noch mal ein bisschen nach unten oder nach oben, denn die ist noch nicht ganz angesetzt. Ich drücke mal hier dagegen. Das Tolle ist, wenn ich jetzt hier unten dagegen drücke, drückt es natürlich den Plastik oben auch gegen die Platte. Und aber die greifen super. Also ich glaube, ja, die sind noch Mühe zu kurz, glaube ich. Ein Mühe zu kurz. Ja, irgendwas ist immer heißt. Ein Mühe zu kurz. Mein Hauptproblem, warum machen wir überhaupt den ganzen Zinnober hier? Mit dem von außen so komisch festschrauben und so. Warum mache ich nicht gleich Muttern wieder rein, beziehungsweise ähnliches? Mein Hauptproblem war jetzt hier, also ich arbeite ungern mit Schablonen, das ist einfach so. Wahnsinn, der ist so magnetisch, ich kriege überhaupt die Schraube da gar nicht hin. Der Motor ist magnetischer als mein Schraubenzieher. Das Hauptproblem ist eigentlich hier, dass ich von unten, durch das, dass der Zylinder, also wenn der Zylinder dran ist, habe ich keine Möglichkeit, von unten nach oben zu bohren. Das heißt, ich muss ja von oben nach unten bohren. Was das Problem mit sich bringt, dass ich ja nicht genau weiß, wo die Löcher sind, die ich bohren muss. Also wir verstehen uns, oder? Also ich kann nicht von unten bohren. Ich zeige euch das gleich. So, also das Ganze ist ja so drin und ich komme hier nicht zum Bohren hinein. Das heißt, ich habe hier einfach ein Problem, dass ich von hier oben nach unten nicht durchbohren kann. Ja, die Schrauben sind zu kurz. Ja, die gucken gerade so aus dem Material raus. Also diese Schrauben machen wir fertig. Wir testen es aber jetzt trotzdem zumindest, damit ihr seht, wie das Ganze geplant ist. Hier oben werde ich mir was überlegen, wie wir das Ganze machen. Wobei, wir könnten uns gleich was überlegen. Was haltet ihr davon? Wir überlegen uns gleich was. Gleich eine pragmatische Lösung machen. Klingt gut, oder? Ah, ich habe eine gute Idee. Ich habe eine richtig gute Idee, die wir jetzt hier gleich gemeinsam probieren. Im schlimmsten Fall wird es eine Erfahrung, dass es völliger Käse war. Ich hole mal schnell ein paar Sachen und ich lasse euch jetzt nicht warten. Ich hole noch mal schnell ein paar Sachen und dann... jawohl, ich bin wieder da. Ich habe mein tolles Gewindesortiment, Innengewindesortiment mal mitgebracht. Und das probieren wir jetzt gleich mal aus, denn ich habe hier M2er. M2 mal 4 mal 3,5. Schnappe ich mir jetzt mal welche. 1, 2, 3, 4. So. Was war jetzt was? M2 war ja das innen drin und ja, 3,4 ist außen. Wenn ich das jetzt vorbohre, dann flutscht es unter Umständen dadurch. Was ich mir geholt habe, ist meinen alten Lötkolben. Meine Lötstation, ich habe übrigens eine richtige Lötstation tatsächlich, aber die steht da drüben. Deswegen, die baue ich jetzt nicht jedes Mal ab, deswegen machen wir das damit.
Dann schauen wir mal, jetzt machen wir den Motor vielleicht kurz weg. Sicher ist sicher. Wenn ich genug Schraubenzieher hätte. So. Und dann müssen wir eigentlich das Ganze nur einmal gerade anbohren. Also wir haben ja jetzt vier Löcher oben reingebohrt, was natürlich super clever war, dass es nicht funktioniert hat. Und ich jetzt da die Löcher drin habe. Genauso ist es nämlich. Genauso ist es bei der Prototypenerstellung. Man bohrt in der Hoffnung, dass es funktioniert, und dann funktioniert es nicht. So, ich habe ja die vier Löcher hier drin und die drücken sich oder haben sich jetzt natürlich mit der Schraube hier einmal festgedrückt. Das heißt, ich sehe genau, wo die Löcher waren. Die könnten wir eigentlich gleich nochmal ein bisschen vorbohren. Ich glaube, die Dinge haben 3,4 und wir werden sie jetzt mal mit 3 mm dann da durchbohren. Heute ist Tag der Tage. Ist auch schon spät. Ist schon echt spät. Willkommen zurück. Und wenn ihr euch fragt, ist das heute hier eine Folge mit lauter Outtakes? Nein, eigentlich nicht. Aber ich war so hoch konzentriert auf das Einbrennen von diesen hübschen kleinen Gewinden mit dem Lötkolben, dass ich nicht mitbekommen habe, dass die Speicherkarte vorgelaufen ist. Super, ja, so passiert's, wenn man immer eine Sicherungskopie auf der Kamera belassen möchte, solange noch nicht alles bearbeitet und hochgeladen ist. Und genauso passiert es, dass dann eben mal diese Speicherkarte komplett voll ist. Ich habe das hier eingebrannt. Ist eine frickelige Arbeit und der Lötkolben, der schiebt da durch. Also sobald das Ding auch nur ein bisschen Temperatur hat, fällt es schon fast durch. Sie halten jetzt Bombe, aber ob das so bleibt, ich kann es wirklich nicht versprechen. Also ich bin tatsächlich noch nicht überzeugt von der ganzen Sache. Deswegen. Jetzt machen wir das, was wir eigentlich machen wollten. Ihr habt jetzt natürlich hier meine halbe Stunde Fluchen und Verzweifeln mit dem Einbau von diesen Schrauben. Gewinden völlig verpasst. Ist vielleicht auch gar nicht so verkehrt. Und jetzt kommen wir zu dem, was ich euch eigentlich zeigen wollte, denn ich habe extra da ein Kabel angelötet, damit wir das mal schnell an den Empfänger anschließen können. Und da klaue ich mir einfach den Kanal, den wir vorhin fürs Fahren benutzt haben, damit wir hier eine Testrunde drehen können, beziehungsweise damit wir es zumindest mal einmal hier ein bisschen bewegen können und dann endlich vorwärts kommen. Ich weiß ja gar nicht, wie lange das Video hier sein soll, wenn ich hier nur solche Sachen mache, die nicht funktionieren. Das ist das. Ich mache mal schnell ein Video. Ja, ja. Mal schnell die Katastrophe. Hier. Also das hier raus, das hier rein. Und jetzt gucken wir, ob wir da irgendwie durchkommen. Ja, das ist... Also ja, ich kann ja jetzt natürlich hier schön reinschrauben. Das Ding durchgedrückt, oder? Nee, gar nicht. Was ist jetzt passiert? Nee, hält. Es hält! Es hält. Das ist, mehr will ich ja gar nicht. Mehr wollen wir doch überhaupt nicht, als dass es hier hält. Und wie gesagt, kleben ist keine Option. Denn wenn was mit dem Motor ist, ich weiß gar nicht. Ich habe nur ganz kurz geguckt, ungefähr, wo wir gestoppt sind oder wo das Video, wo die Speicherkarte aufgehört hat mitzuschreiben. Falls ich mich jetzt wiederhole, ich mache das mit Absicht. So. Also ich schraube es jetzt wirklich nur ganz grob fest. Wie gesagt, mir gefällt das Ganze irgendwie noch irgendwie nicht. Es funktioniert zwar jetzt hier, aber... Nee, 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 mag ich nicht. Gut, das haben wir drin. Und jetzt würde ich sagen, jetzt bewegen wir das Ding endlich mal. Also ihr seht, ich bin jetzt ganz drin. Also das ist der maximale Fahrweg, den wir haben. Müssen wir mal ein bisschen gucken. Es steht ja neben mir. Der Motor guckt einen Ticken raus. Und das, wir haben jetzt hier den maximalen Fahrweg, so dass die Spindel gerade noch greift, wenn wir ganz draußen sind und gerade noch ein bisschen Platz hat nach oben, wenn wir ganz drinnen sind.
Dann holen wir uns hier jetzt hier das Kabelgewirr mal. Und wie gesagt, wir klauen uns jetzt einfach hier einen Anschluss von dem Fahrregler vom Fahren von vorher. Gut. Wunderbar. Altbekanntes Piepsen. Wir haben keinen Endabschalter verbaut. Noch nicht. Und jetzt müssen wir mal gucken. So. Also jetzt sind wir ganz draußen. Wir stoßen also hier an. Und jetzt fahren wir einmal ganz nach. Jetzt seht ihr schon, jetzt kommen wir wieder hier mit dem Schraubengedöns hier in Problematik. So. Also ich kann noch ein bisschen, ich könnte sogar noch überdrücken, will ich nicht. Hier sind wir ganz drin. Darum ging es mir eigentlich, dass wir also ganz aufmachen können und dass wir ganz zumachen können mit dem ganzen Spiel. Wir haben noch ein bisschen Gewindespiel übrig. Nicht mehr viel, weil die Madenschraube ja auch drin sitzt. Aber wir haben hier von dem her das Spiel. 3, 4, 5, ja, knappe 5 Sekunden brauchen wir zum Öffnen, Schließen. Wie gesagt, das ist jetzt ein 80er Motor und ich hätte aber wirklich gerne einen etwa 200er gehabt. Dann wäre das auf jeden Fall nochmal einen ganzen Ticken geschmeidiger. Die 400er, die ich habe, da ist hier Klack auf, Klack zu im Endeffekt. Das macht überhaupt keinen Spaß. An diesem Punkt wollen wir auch gleich die nächsten Sachen hier planen, denn ich möchte hier die Endabschalter verbauen. Und zwar diese hier. In diesem Fall wirklich die. Einer kommt hier vorne rein. Den werde ich hier unten von unten einlegen, dass gerade noch die Feder hier oben rausguckt. Und wenn der hier drauf drückt, zack, hier zumacht, dann schließt er das Ganze. Das hat sich auch bisher wunderbar bewährt. Ich hatte es auch schon mal geplant, dass ich den hier außen hin mache. Hier hin. Das hat nicht ganz so gut funktioniert, denn der hat dauernd Dreck abbekommen beim Fahren und hat einen relativ hohen Verschleiß gehabt. Also hier außen möchte ich ihn jetzt eigentlich nicht. Ich möchte ihn hier oben drauf haben, den einen. Und bei meinem letzten Modell hatte ich den anderen hier innen drin. Und zwar, wenn der hier hochfährt, hat hier oben der Zylinder dagegen gedrückt. Jetzt muss man fairerweise sagen, das letzte Mal habe ich das Ganze ein bisschen anders aufgebaut. Da war das eine Viererwelle und ein dementsprechend schneller Motor und das Ganze ein bisschen dünner. Das heißt, ich hatte hier oben mehr Platz. Das bringe ich jetzt so nicht mehr unter, wahrscheinlich. Also weil ich einfach mit dem Ding hier nicht neben hinkomme. Und da werden wir unter Umständen hier unten das Ganze irgendwo abgreifen. Allerdings ist das halt immer so eine exponierte Position, wo ich sage, ob das dann so passt. Da, wir könnten auch hier reinbauen. Müssen wir doch außen hinbauen. Mal schauen. Wenn wir hier ein Stück ausklinken, den da reinbauen, wäre auch eine gute Möglichkeit, oder? Wenn wir hier ein bisschen aufbauen, könnte man den da einbauen, würde unter Umständen auch das Schraubenproblem lösen, wenn ich hier einfach was rausnehme, weil dann kann ich einen Ticken vielleicht noch mal weiter raus, weil ich den hier auch festschrauben muss. Ja, ich glaube, die Position ist gut, den werden wir hier unten einbauen und den anderen, den werde ich hier oben einbauen, im Endeffekt genau hier, nur versenkt, dass nur die Fahne rausguckt. Das wird so das nächste sein, was hier oben zu tun ist. Neben dem, dass ich mich darum kümmere, dass wir hier eine Motoraufnahme haben, die nicht so friggelig einzubauen bzw. herzustellen ist, muss man einfach mal gucken. Das lasse ich jetzt mal so. Als nächstes habt ihr, glaube ich, auch bei den Zwischenarbeiten, ich rede heute nur noch Blödsinn, habt ihr gesehen, ich habe das Teleskopieren auch vorbereitet. Ein paar Schrauben. Und hier habe ich tatsächlich schon gebohrt. Hier habe ich eben diesen Vorteil, ich habe was aus Alu, das heißt, ich kann von außen einfach bohren,
Gewinne reinschneiden, Thema durch. Ja? Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, warum das relativ egal ist, ob das hier Plan ist. Das Einzige, was wichtig ist, ist das, wenn hier nachher dieses Teil hier drin sitzt, dann muss die Spindel einfach hier irgendwo vorbeikommen können. Ja? So. Von dem her ist es egal, ob das jetzt unten ein bisschen franzig wäre oder sowas. Ihr müsst einfach schauen, dass die Spindel hier sauber vorbeikommt. Wenn ihr das einmal grob rausnehmt und die Spindel dann einbaut und die hin und her fahrt, dann merkt ihr ja sofort, ah, okay, da ist noch ein Grat, da hängt noch irgendwas drin, man hört was. Von dem her. Dann ist es so dieser Klotz. Also die Spindel ist ja ganz normale Gewindespindel. Ist eine 8er. 8 mm Gewindespindel. Ist hier vorne Loch drin, wo ich den Motor anstecken kann, Gewindeschraube dabei. Und dann habe ich hier eben diesen Klotz. Einmal hier sauber verbohrt. Super. Hier drüben, warum auch immer. Gott sei Dank sieht das nachher keiner mehr. Was wichtig ist, ist, dass der hier unten angelegt ist. An der unteren Kante und nicht an der oberen. Denn wenn ich hier oben anlegen würde, habe ich ein Problem, denn hier kommen ja meine Kabel rüber. Und dann müsste ich die hier oben irgendwo durchfrickeln. Der Quatsch. So, also den mache ich hier unten plan. Mit der Unterkante. Und habe hier im Endeffekt wirklich einfach von außen reingebohrt. Mir ein Loch gemacht und Gewinde dann reingeschnitten. Und das habe ich natürlich nicht alles auf einmal gemacht, sondern eins nach dem anderen. Dann immer wieder festgeschraubt und das nachjustiert. Ist alles überhaupt kein Thema. Das geht ganz einfach. Ja, das ist das, wie gesagt, das ist das Schöne, wenn man eben was aus Alu macht. Ist zwar ein bisschen aufwendiger, das läuft halt nicht nebenher irgendwo aus dem Drucker. Und man muss sich halt wirklich irgendwo hinstellen und Zeit investieren, Zeit und Material investieren, damit das was wird. Genau. Warum habe ich jetzt hier eine metrische Welle genommen? Einfach aus dem Grund, dass wir hier auch überhaupt keine Geschwindigkeiten brauchen. Ja, schafft. Das heißt, beim Hub habe ich natürlich lieber einen langsameren Motor und dann mache ich das über das Trapezgewindespindel, die Geschwindigkeit. Dann habe ich eine bessere Kraftübertragung. Hier spielt es eigentlich keine Rolle, denn ich fahre das Ding natürlich nicht permanent raus und rein. Von dem her reicht es völlig aus. Das ist jetzt ein Motor 400er. Wie gesagt, den wollte ich ja ursprünglich bei dem anderen auch nehmen. Mal gucken. So. Mal irgendwie zusammen. So. Das Gute hier, das kann ich eben nachschneiden, damit das Gewinde ein bisschen leichter flutscht, wenn mal irgendwo noch ein Grat dran wäre. Habe ich dann hier überhaupt keine Probleme. Und ja, jetzt schauen wir mal schnell, müsste eigentlich soweit schon gut laufen. Ich lege den hier mal rein. Also der kommt ja hier rein, der ist unten und oben ist ja wie in einer Schiene. Ist nicht wie in einer Schiene, er ist in einer Schiene. Und jetzt müssen wir bloß hier gucken. Hier habe ich jetzt in dem Fall schon Löcher drin, denn ich habe mir überlegt, wir haben nämlich einen fixen Punkt auf der einen Seite außen, den wir unter Umständen nehmen können. Aber auch das werden wir jetzt probieren, ob das überhaupt funktioniert. Wir schauen jetzt mal, ob das hier überhaupt so... geschmeidig. Wunderbar. Ein bisschen raus. Gut. Also, das läuft schon mal, so wie ich mir das vorstelle. Und ihr hört auch hier echt sauber, ganz leise. Also deswegen habe ich da echt keine Probleme mit so einer metrischen Welle. Auf dieser Seite sind hier diese Löcher angedeutet. Und dieses vordere große Loch, das nehme ich mir jetzt als Fixpunkt. Und hier mache ich jetzt ein Loch rein und hoffe, dass ich dann auf diese Aussparung hier von dem Gehäuse komme. Genau. Das machen wir auch gleich mal.
nicht mehr. Habt ihr das vorher noch gesehen, wo ich das Ding geholt habe? Das ist so eine Hitzeschutzunterlage, so eine Lötunterlage. Also, ja, ich komme hin. Es passt. Ich weiß nicht, seht ihr das? Ich gucke gerade mal. Ja, man kann es erahnen, oder? Also ich komme hier mit dem Loch auf diese Schiene. Wir können mal gerade nochmal so einen Dreierbohrer holen. Wenn es denn ein Dreierloch schon ist. Jawohl. Also wir laufen hier knapp über den Motor lang. Verfuchst alles gerade so ausgetüftelt, dass es gerade so passt. Schauen wir mal. Ich habe mal nachgeguckt in meinen Unterlagen. Also ich habe tatsächlich auch hier das relativ locker damals angebracht. Denn auch hier ist es so, wenn der ein bisschen Spiel hat und jetzt hier dieser Klotz nicht hundertprozentig gerade sitzt, dann verkantet sich das nicht, bloß weil ich jetzt meine, ich muss das jetzt hier irgendwie mit 10 Schlossschrauben komplett bewegungsfrei da reinbügeln. Der Motor hat ein bisschen Spiel in dem Kasten selber. Ich habe den auch nicht komplett bombenfest geschraubt. Und wie ihr seht, auch hier das Gehäuse. Und wenn ich das jetzt hier eben nur oben festmache, das soll ja nur arretiert sein, dann sollte das auch überhaupt kein Problem sein. Ja? Also wir müssen die unteren Schraublöcher nicht nehmen. Ich könnte jetzt natürlich sagen, und das so anhalten, also wir sind ja hier plan. Ja, seht ihr. Ich könnte ja jetzt sagen, okay, ich schraube jetzt von hier nach außen durch und setze jetzt hier nochmal eine Schraube rein. Oder ich bohre hier durch und drücke dann nochmal so ein M3-Gewinde mit dem Lötkolben da rein, damit ich das von außen festschrauben könnte. Kann man alles machen, würde ich jetzt in dem Fall erstmal nicht machen. Denn ich will eigentlich jetzt gucken, dass wir das auf der anderen Seite nochmal da irgendwo rauskommen, wenn das Ganze so passt. Dazu klicken wir das jetzt mal so zusammen. So. Und jetzt ist immer hier möglichst gerad. Jetzt drehe ich das hier einfach mal ein bisschen an. Wir sind hier relativ gut. Achso, ich muss das Ding ja wieder auseinandernehmen. Sie ist wieder irgendwo eingehackt. Ah, da hinten. Ah. Der Hund, der. So. Also einmal aufmachen. Jetzt sehen wir hier, hat mein. Ja, ich zeig's irgendwo. Ich weiß gar nicht, wem ich es zeige hier außerhalb der Kamera. Die Geister wissen alle, was ich mache. Hier ist dieser Punkt. Und wir sehen, wir sind ja hier auch ganz knapp unter dieser Schiene. Und da sind wir auch hier. Also von dem her sieht das ganz gut aus, dass ich da gerade rauskomme. Ich weiß gar nicht, habe ich so lange Schrauben in meiner Kuschelkiste. Ah! Alles zu kurz. Macht nichts. Wir stecken jetzt einfach von beiden Seiten eine rein. Sie steht auch auf meinem Zettel, die passenden Schrauben zu besorgen. Guck mal, ja, wenn ich den jetzt da reinstecke, ja, dann bin ich schon fast über die Hälfte. Also da fehlt nicht viel. Aber dann nehmen wir jetzt hier zwei von denen. Denn mir geht es ja nur darum, ob das überhaupt so passt. Denn, wie ihr seht, waren die Löcher noch nicht drin. Und wie ihr seht, habe ich mir das vorher nur so ausgedacht. Und wie ihr seht, funktioniert es bei der Schaufel nicht. Und hier funktioniert es, wie ich mir das ausgedacht habe. Deswegen, ja, weiß ich manchmal vorher eben auch nicht, was so passiert gleich. Hier werde ich mich ein bisschen sauber machen. Also, ihr seht, hier die Schraube ist jetzt mittig in diesem Loch drin. Hier steht jetzt eine vor und die werde ich wahrscheinlich einfach ein bisschen sauber machen, dass die einfach plan hinten hinkommt. Der Arm ist zu. Wir haben hier auch noch keine Endabschalter, da komme ich gleich dazu.
Heißt, ich muss jetzt auch einmal kurz aufpassen während meinem Gelaber. Wer sich wundert, warum die nicht mehr piepst, ich habe den Ton ausgeschaltet. Also die jammert genauso wie alle anderen. Ich habe es nur jetzt ausgeschaltet, damit ich es nicht mehr hören muss, dass sie jammert. Ich weiß nicht, wie weit es rausgeht. Ah, okay. Hier ist das Ende. Also hier scheint Ende zu sein. Ich weiß gar nicht mehr, was haben wir da aufgeschrieben. Das sind jetzt 8,5. Waren das nicht mehr? Ah, geht noch weiter. Ah, da war noch ein Zentimeter versteckt. Tatsächlich, jetzt sind wir bei 10. Und jetzt sind wir bei 11. Also, wir können die volle Länge fahren. Wo es hier innen drin noch klemmt, das schauen wir uns nachher auch noch gleich an. Wahrscheinlich muss ich einfach irgendwo ein bisschen was wegnehmen. Guck gerade mal. Unter Umständen liegt es unten auf der Schiene an. Aber ansonsten würde ich sagen, das schaut schon mal sehr, sehr gut aus. Und wir fahren es gerade noch mal rein. Okay. Ja, irgendwas hat er verklemmt hier. Irgendwo. Es kann sein, ich sage ja, ist ja nicht mein erstes Modell. Ich mache das trotzdem alles so ein bisschen aus dem Kopf raus. Aber ich habe so ein ähnliches Problem auch schon mal gehabt. Gerade bei solchen Sachen, die ich geplant habe, wieder so zusammenzustecken, wie sie waren. Wie hier jetzt. Denn ich mache alles auf dieser Seite liegend. Also so wie ich hier auch angefangen habe. Da hat es irgendwas abgefräst. Also der steckt ja nach wie vor hier drin. Ich glaube, ich mache hier vorne zwei Schrauben raus. Dann kann der Klotz sich ein bisschen mitbewegen. Weil er kann ja sonst nirgendwo hin. Aber er kann sich ein bisschen mitbewegen und verkantet sich nicht. Ich glaube, dass das tatsächlich das Problem ist, dass auf die Länge sich das etwas verkantet und der kein Spiel mehr hat hier. Wobei irgendwo auch ein Plastikgrat jetzt mir gerade entgegenkam. Deswegen kann ich das jetzt... Wir probieren das gleich nochmal. Wir machen das nochmal. So. Also jetzt können wir hier den Klotz bewegen. So ist es. Ich muss mir zwar immer anhören von meinem Onkel, ich mache irgendwelche Wurfpassungen, wenn ich was ausarbeite. Aber... In dem Fall ist es echt angenehm. Da kommt ein Kabel. Wo kommt das her? Habe ich irgendwo was abgerupft? Ach! Und sagt mir keiner, ja? Irgendwann müssen wir mal das Ganze live mit Chat machen. Aber ob sich das lohnt. Und dann soll ich auch nur nebenher in den Chat gucken. Um Gottes Willen. Ich glaube nicht, dass es das wird. Das wird die heillose Katastrophe. Jetzt hat sich der Klotz gedreht. Es wird zu spät. Ich sag's euch, wie es ist. Es wird zu spät. Es wird zu lang. Das war so gar nicht geplant. Ich dachte eigentlich so 5 Minuten. Zack, zamm, passt. Wir sind alle glücklich. Aber gut. Da müsst ihr jetzt mit mir durch. Oder ihr schaltet ab. Das ist. Aber es wird wahrscheinlich nicht besser heute, deswegen. Aber wir sind noch lange nicht am Ende. Das kann ich euch versprechen. So, also die zwei sind drin. Das vorne können kann jetzt ausgleichen. Also einmal ganz rein. Gucken wir mal. Boah, butterweich. Butterweich. Ja, aber ohne Endschalter fährt das sich halt schnell fest. Ja, aber... Genau so. Genau so habe ich mir das vorgestellt. Also, funktioniert das auch endlich. Wunderbar. Also gut, haben wir schon wieder was dazu gelernt? Man braucht etwas Spiel,
Wenn sie das nicht bewegen kann, dann klemmt und zwickt. Also, ihr seht, die anderen zwei Löcher brauchen wir eigentlich gar nicht. Ich lasse mal in dem Bauteil drin. Sie tun einem nicht weh. Und es gibt natürlich genug Leute, die es lieber etwas fester ziehen. Aber ihr seht, hier haben wir jetzt ein bisschen Spiel. Hier oben haben wir Spiel. Und vor allem, ich habe hier einen fixen Punkt, nämlich genau das, was mir vorne fehlt, wo ich eine Schablone bräuchte, wo ich bohren kann, muss, soll. Hier habe ich einfach einen fixen Punkt, die Mitte davon. Und ob ich jetzt, ich sage jetzt mal ein Hundertstel links oder rechts, das macht da jetzt keinen Ausschlag mehr. Ich sollte nur ungefähr die Mitte treffen. Also ungefähr ziemlich genau. Endabschalter. Bei meinem letzten Modell war es relativ easy. Da habe ich hier einen solchen genommen. Der war irgendwo hier angebracht. Das heißt, sobald der Schlitten ganz vorne war, der war irgendwo hier, hat er hier ausgelöst. Das geht wunderbar. Das wird unter Umständen auch so beibehalten. Denn hier habe ich den Platz dafür. Beim anderen Endabschalter war es so, den habe ich hier vorne eingebaut. Und zwar so hochstehend. Und hat dann im Endeffekt auf den Klotzen reagiert. Das Problem ist, wenn ich den hier so hochstehend einbaue, dann passt es nicht ganz, wie das sein soll. Das heißt, ich bin hier irgendwo, wo haben wir hier Endabschlag? Ja, Endanschlag, der ist auf der anderen Seite. Wir haben hier 11, irgendwo hier. Und wenn ich den jetzt hier einbaue, dann hat mir die Welle oft hier die Tour vermasselt, wobei jetzt wäre ich weiter hinten. Gell? Was ich hier eigentlich mal probieren möchte, ist das, wir können jetzt hier keine Endabschalter, sondern diese kleinen Taster verbauen. Und ich habe es bei der ersten Bestellung oder beziehungsweise bei der letzten Bestellung vergessen mitzubestellen, aber die sollten jetzt dann die Woche kommen oder die Tage kommen. Kleine Endabschalter, die es zu den Reglern gibt, auch bei modellbauregler.de, also das gleiche, wo ich meine Fahrregler her habe. Und zwar kann ich das dazwischen schalten und die schalten jetzt nicht mit einer Diode oder ähnlichem, sondern die schalten einfach auf den Printkontakt. Das heißt, ich habe hier einen Tastauslöser und sobald der ausgelöst wird, dreht der nur noch den Motor in die Rückrichtung und ist ein Endanschlag in dem Fall. Das will ich aber erst ausprobieren, bevor ich jetzt hier irgendwas verbaue. Wie gesagt, ich hätte jetzt hier mit den kleinen überhaupt kein Problem. Das letzte Mal habe ich hier diese Riesendinger verbaut, die ich normalerweise auch sonst... Ich muss gerade gucken, irgendwo... Ich hatte doch noch einen. Da. Hier. Solche mit schöner großer Fahne. Die haben... Da habe ich hier extra so einen Alukasten hier unten hingebaut, damit der hier reinpasst. Jetzt habe ich so ganz feine... Die würden auch hier gut reinpassen. Ich muss mal gucken. Also Endabschalter wird auf jeden Fall hinten einer reinkommen und hier vorne einer reinkommen und dementsprechend das Abschalten. Hier kommen die Endabschalter rein. Ob ich das jetzt wieder nebenzu mache und nur mitfilmen lasse oder ganz offscreen, das weiß ich noch nicht. Ja. Kabel müssen natürlich auch noch rein in den ganzen Spaß. Und was jetzt hier auf jeden Fall gleich noch mit dazu kommt, ist, wir werden ja anfangen, den Hubmechanismus zu bauen. Die letzte große Hürde und Bastion in diesem Modell. Und ich möchte eigentlich dieses Teil hier in dem Maß ja nicht weiter verwenden, aber ich möchte die Position behalten. Das heißt hier, das werden wir mit Alu verstärken, damit ich einfach hier ein bisschen mehr Druckpunkt habe, denn der ist wahnsinnig belastet. Deswegen, hier kommt ein Alu-Teil rein. Das werden wir noch gleich festmachen, damit das soweit schon mal vorbereitet ist, damit wir zum Hub übergehen können. So. Das war der Arm. Endlich. So. Jetzt kommen wir noch zu einem Punkt mit dem Hub. Fange ich jetzt dann an? Ja, ist also die nächste Baustelle und ich habe jetzt extra mal die Reifen hier wegmontiert, damit wir hier ein bisschen rein gucken können. Moment, ich mache mal einmal hier den auch noch mit weg. So. Damit wir hier reingucken können. Und jetzt haben wir den Punkt. Ich möchte hier den Motor wieder reinlegen. Ich spreche von so einem GA25 Motor. Und der muss jetzt so weit nach hinten und so tief wie möglich, damit ich hier
ungefähr so eine Stellung hinbekomme für die Schere, die hier nachher hinkommt. Original, weiß ich, drückt er ja von unten geradeaus so den Zylinder nach oben. Das habe ich auch gebaut. Habe ich tatsächlich irgendwo in meinen Unterlagen auch noch gesehen. Ich habe auch zig Videos. Das Problem ist, er hat keine Kraft. Also wirklich, können Sie vergessen. Denn wenn ich den hier so einbaue, ach, ich lege es mal so hin. Ich baue jetzt hier diesen Arm. Einer reicht, oder? Ich baue jetzt hier diesen Arm so ein. Dann habe ich ab einem gewissen Punkt, steht hier alles in einer Linie. Und dann drückt er nicht mehr nach oben, sondern drückt er eigentlich nur diesen Punkt in diese Richtung vom Arm. Und dann ist alle Kraft dahin. Und das gleiche passiert hier unten auch. Das heißt, ich habe jetzt hier einen ganz, ganz schmalen Anstellwinkel. Das heißt, wenn ich jetzt sage, ich baue jetzt den Motor hier ein, dann habe ich so einen Anstellwinkel zum Arm, wo einfach komplett die ganze Kraft verloren geht. Deswegen möchte ich ungefähr einen solchen Winkel hier haben und hier über eine Schere das Ganze nach oben gepresst wird. Und zwar wirklich nach oben gepresst wird, damit wir hier die maximale Kraft auch drin haben. Damit ich weiß, beziehungsweise ich habe hier auch das Problem, dass ich keinen Fixpunkt habe. Und bei meinem Modell weiß ich, habe ich einfach mal von der Seite reingebohrt und habe einfach gesagt, so, da und jetzt wird der Rest angepasst. Die ganze Motorhalterung, das möchte ich jetzt eigentlich nicht haben. Das heißt, in diesem Fall möchte ich jetzt wirklich mal rausmessen und gucken, wo kann ich am besten die Aufhängung machen für diesen Motor, damit wir hier ganz unten das haben. Und ich möchte natürlich den Drehwinkel von diesem Motor nicht hier oben haben, denn wenn ich den jetzt hier oben drehe, dann schwingt der hier hinten nach und so viel Platz habe ich nicht, sondern ich muss hier hinten drehen und dann im Endeffekt im Gesamten, damit eben der Platz, der eh schon viel, viel zu wenig ist, bestens ausgenutzt wird. Aus diesem Grund haben wir auch die Klappe hier, denn die möchte ich ja am Ende des Tages auch wieder da hinten dran haben. Jetzt gucke ich gerade mal. Ah, okay. So, also die kann ich hier schön draufstecken. Die passt auch immer noch. Und ist übrigens ein super Support-Zugang, wenn man mal was am Motor reparieren muss. Vielleicht hierzu ganz kurz. Also ich habe den Teleskoplader und ich habe auch diese Achsen schon dementsprechend gebaut. Ich habe jetzt die Motoren bzw. die Verlötungen alles abgeklebt und nochmal festgemacht. Aber es bewegt sich hier alles. Dementsprechend kann es natürlich immer sein, dass mal ein Kabelbruch ist oder dass mal irgendwo eine Lötstelle aufgeht, weil halt alles in Bewegung ist. Ja? Da kommt man nicht drum rum, muss man auch wissen. Und tatsächlich habe ich mir sagen lassen, sind solche Fahrzeuge auch im echten Leben so, dass man die hin und wieder mal warten muss und dass tatsächlich auch mal was kaputt geht. Soll passieren, sind Arbeitsmaschinen, also passiert tatsächlich auch im echten Leben. Hat man mir zumindest gesagt, ich habe ja selber keinen, deswegen. Was mir ganz wichtig ist, ist bei der Aufhängung, wenn ich es denn finde, ich will die Aufhängung kugellagern, denn man muss sich ja vorstellen, wir haben ja jetzt hier nachher die Welle dran und diese drückt, das heißt, der Arm drückt im Endeffekt auf die Welle, auf den Motor, das presst sich nach hinten und im Endeffekt genau auf das, wo ich das hier festmache. Wenn ich jetzt hier einfach ein Loch bohre und jetzt dreht sich das und presst gleichzeitig ins Plastik permanent, dann kann ich mir ausrechnen, wie lange ich damit fahren kann, bis sich meine Welle, wo ich das hier befestigt habe, in das Plastik gefressen hat. Ja, das will ich natürlich nicht, deswegen will ich das Kugellager, das Ganze. Und die Kugellager tragen ein bisschen auf. Deswegen machen wir jetzt das einfach so. Wir haben hier 8 mm, hat das Kugellager Außenmaß. Ich hätte gerne 2 mm noch Abstand von diesem hinteren Rahmen, einfach zur Sicherheit. Dann wären wir bei 10. Machen wir jetzt einfach mal so ein Strichchen. So, 10. Seht ihr das? So. Also irgendwo auf dieser Linie sollte sich nachher meine Bohrung befinden, damit ich hier irgendwo nachher mein Kugellager einbauen kann. Das gleiche machen wir doch auf der anderen Seite auch gleich. Wenn wir schon dabei sind, auf dieser Seite habe ich übrigens das Ding etwas mehr ausschneiden müssen, denn wir haben ja hier diesen wahnsinnigen Kotflügel,
Und da muss man hier ein bisschen mehr abarbeiten von dem Ding, damit das Ganze hier passt. Wenn wir das gleich auf parallel auf beiden Seiten machen, diese Klappe ist der Wahnsinn. Dieses letzte Mal habe ich sie, glaube ich, auch rausgebaut, gell? Also ihr seht, ich bin immer noch nicht so weit. Ich möchte nämlich dieses graue Teil irgendwann mal da fest hinkleben. Aber ich muss hier noch Zugänge nach drüben schneiden. Und wenn die weg ist, kann ich natürlich schöner da reinschneiden. Deswegen ist sie momentan noch nicht festgeklebt. Und deswegen sind auch noch die Streben dran, die das Ganze ein bisschen hier stabil halten. Gut, also jetzt haben wir hier unsere 10 mm von beiden Seiten. Das ist doch schon mal was. Und jetzt kommen wir gleich zum nächsten. Jetzt brauchen wir noch eine Höhe. Und ich kann ja maximal den hier unten auflegen auf der Achse. Und das ist ein 25er Motor. Ich runde jetzt mal ein bisschen auf. Ich mache jetzt daraus einen 30er. Das heißt, ich habe von der Achse hier, wäre die Mitte 15 mm, dann würde er gerade drin liegen. Hinten habe ich ein bisschen mehr Platz. Ich schaue jetzt gerade mal von oben, da sehe ich das relativ gut. Und da habe ich ein bisschen mehr Platz, aber er muss ja trotzdem fast hinlegen können. Das heißt, ich würde jetzt mal ganz ad hoc. Wo sind wir denn höhentechnisch? Ich den hier so reinlege. Ich mache jetzt hier mal die 15 mm von der Pendelachse aus. Beziehungsweise sind wir dann bei 15. Oh, da sind wir genau an der grauen Kante. Ist ja super. Irgendwo hier. Wir haben 35 vom Boden weg. Ich markiere mir das jetzt bloß mal. Also hier haben wir jetzt natürlich den tollen Fakt, dass jetzt hier genau das Graue anfängt und ich jetzt nicht weiß, beziehungsweise ich jetzt erstmal gucken muss, ob ich dann hinkomme. Ja, wobei 8 mm. Wir legen jetzt einfach mal da drauf. Augenmaß gegen Schieblehre. Geht genau hin. Ja. Wollen wir mal auf der anderen Seite auch. Ich will eigentlich das jetzt bloß mal grob markieren. Und dann mal anhalten. Denn ich kann ja jetzt grob, wenn ich das hier reinhalte, mal gucken, wo ich hier bin. Bin ungefähr hier. Und dann kann ich eigentlich auch komplett das hinlegen. Also ich drehe jetzt mal die Achse hier rum. Hier seht ihr das? Das ist mein Stift. Also, falls ihr es nicht seht, hier habe ich jetzt die erste Linie runtergezogen. Und hier oben sind wir jetzt bei 35. Also das hier sind 10 und das hier sind 35. Nagelt mich nicht fest, ja? Wenn ihr das nachbaut, während ich es baue und ich hier was ändere, dann müsst ihr das auch. Seid ihr noch da? Ja. Ich habe doch wieder getrunken, so wie ihr schwammt. So. Dann wären wir jetzt hier, die Achse ist ja drin, wie draußen die gleiche. Das ist auch wirklich der höchste Punkt hier drin. Heißt, wenn ich jetzt sage, ich bin jetzt hier mit meiner Mitte, dann liege ich etwas über der Achse und kann jetzt hier über diesen Punkt nach oben drehen. Wie gesagt, normalerweise wird die hier etwas maximal liegen wir hier ganz plan, was wir aber mit Sicherheit nicht tun, denn wenn ich jetzt ganz. Auch hier ist das gleiche Spiel. Wenn ich die jetzt ganz gerade hier hinlegen würde beim Runterfahren, dann würde die ja wieder nicht nach oben drücken, sondern nach vorne. Macht wieder überhaupt keinen Sinn. Heißt, wir stellen auch hier die wieder oder müssen die hier auch wieder ein bisschen anstellen. Aber da müssen wir tiefer. Wir müssen hier tiefer. Hier ist ungefähr die Mitte. Na, wir müssen eher hier hin. Wir müssen hier tiefer, sonst werden wir hier früher oder später echte Probleme kriegen. Ja, oder wir kriegen die Probleme sowieso.
Also der Arm liegt ja nachher hier flach auf. Also der liegt ja wirklich ganz flach auf. Das ist ja wirklich so. Und jetzt drücke ich hier fast parallel nach vorne statt nach oben. Das heißt, der erste Impuls ist unwahrscheinlich kraftaufwendig, bis er dann so kommt. Und zwar, also der Arm bewegt sich ja doppelt so schnell wie der Rest. Das heißt, dann stellen wir hier so auf. Aber im ersten Moment bin ich fast parallel zu dem ganzen Spaß. Und ob er das wegdrückt, das ist jetzt echt die Frage. Ob ich den so weit anzimmern kann, dass er da schon einen Druckpunkt kriegt. Also wenn ich ihn ganz gerade hinlege, genau hier dazwischen. Was machen wir? Augen zu und durch, würde ich sagen, oder? Irgendwas müssen wir ja tun. Irgendwas müssen wir ja tun. Also, messen wir mal. Statt 35 sind wir jetzt bei 32. Alles gut. Dann wären es die 32. Hilft alles nichts. Das machen wir jetzt. Also. Zumindest habe ich hier drüben kein Problem mehr mit dem grauen Teil. Ob das jetzt gut ist oder schlecht ist, dürft ihr euch selber entscheiden. Also ich bohre jetzt mal, oder? Passt das? Oder passt das nicht? Passt es oder passt es nicht? Wahrscheinlich passt es nicht. Wir lassen uns überraschen. Wir lassen uns einfach überraschen. Wir machen das jetzt gleich komplett fertig, weil das Loch ist ja eh schon drin. Jetzt ist schon gegessen. Der Drops ist schon gelutscht. Jetzt müssen wir mit dem auskommen, was wir haben. Und ich baue jetzt einfach gleich mal hier, beziehungsweise ich bohre jetzt hier mit dem Dreier durch. So. Durch. Irgendeinen hatte ich, der da mal durchging. Schauen wir noch einmal da durch, wenn das da drin ist. Ach, ich habe da gerade eingebohrt. So, lege ich nochmal den Motor da rein. Okay, also, so sieht das Ganze jetzt hier drin aus. Wir sind jetzt hier Motorplan und das ist die Mitte vom Motor im Endeffekt. Und das ist der tiefstmögliche Punkt, den wir hier erreichen können. Deswegen, damit müssen wir jetzt arbeiten. Ja, ich werde jetzt mal die Motoraufhängung eine zimmern, die hier reinpasst. Und genau, werde mich mal hier mit den Endabschaltern beschäftigen. Endabschalter beim Hub wird es im Endeffekt übrigens hier vorne geben. Ich weiß nicht, ob ich den auch gleich mit reinmache. Der wird hier vorne einfach reingelegt. Also der Servo sitzt ja auf der Seite hier. Deswegen mache ich den hier auf der anderen Seite. Das heißt, hier wird der eingelassen. Unten Motor raus. So einfach ist es. Hierfür will ich ja jetzt auch die Trapezgewindespindel probieren. Und da bin ich genauso gespannt wie ihr, ob das so funktioniert, wie ich das möchte. Ob ich von der eher überzeugt bin wie von der vom Arm. Das ist im Übrigen eine, müsste eine 8er sein. Ist auch eine 8er. Die sind übrigens leichter zu bekommen, weil die so ein 3D-Druckstandard im Endeffekt sind, dass ich die auch relativ schnell
bestellen kann und besorgen kann und dementsprechend auch eine Versorgung gewährleisten kann, im Gegensatz zu den Trapezgewindespindeln mit 6 mm. Jawohl. Ich glaube, das war's vorerst von dem Ganzen und ich halte euch wie immer auf dem Laufenden und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, hoffentlich dann soweit, dass wir hier den Hubmechanismus einbauen können. Also gut, bis bald.